In den 1960ern erfanden Ärzte in Houston, Texas, das Silikonimplantat. Es wurde ein Hit. Bis heute ließen sich ca. 10 Millionen Frauen unterschiedliche Formen und Größen einsetzen. Die ersten Kundinnen waren Stripperinnen in Texas und Kalifornien. Das inspirierte Hollywood. Und schon bald brachten sie dort große Busen ganz groß heraus. Das wiederum kurbelte die Nachfrage in der ganzen Welt an. Überall wurden Brustimplantate immer populärer. And that in turn kind of drove really demand in the rest of our country, and now in the rest of the world, breast implants are becoming more popular everywhere. And they needed a market. Man brauchte einen Markt für diese Implantate, und so hat die Schönheitschirurgie eine neue Krankheit erfunden, die Mikromastie. And they called small breasts micromastia. Es wurde behauptet, dass kleine Brüste ein mangelndes Selbstbewusstsein zur Folge hätten und dass Frauen viel glücklicher wären mit Implantaten und großen Brüsten. Der Markt brummt. Hunderttausende von Frauen lassen sich jährlich die Brüste operieren. Längst hat der optimierte Busen auch die bürgerlichen Kreise erreicht. In einer Klinik bei Berlin arbeitet Ursula Tanzella. Ihre Spezialität ist es, Brüste aus Eigenfett von Bauch und Po aufzubauen. Vielleicht kriegen wir auch 250 beide Seiten hin. Und jetzt kommt die nächste Seite dran. Dazu machen wir einen ganz kleinen Stich hier außen und fangen an, jetzt die einzelnen Quadranten der Brust aufzufüllen. Das Zielgewicht sind so 250 Milliliter pro Brust. Das kann aber auch schwanken, bei manchen passt nur 200 rein, wenn es sehr, sehr kleine Brüste sind, oder auch mehr, wenn es schlaffe Brüste sind. Aber so 250 ist eigentlich so der Durchschnitt. Die ideale Brust hat vom Ansatz hier vom Jugulum, also von dieser Grube hier, bis zur Brustwarze circa 20 cm Länge. Das entspricht einer Höhe der Oberarmmitte. Da sollte idealerweise die Brustwarze sitzen, und die Brustwarze sollte nach vorne, nicht nach unten, nicht nach oben schauen. Also die ideal geformte Brust soll eine mäßig große, runde Brust sein. Das sind so wirklich die Landmarken, nach denen wir auch vorgehen bei der Planung einer Brust. Wenn man mal zurückblickt, auch ein paar tausend Jahre zurück, ist dieses Ideal der Brust eigentlich schon immer so gewesen. Schauen wir uns mal die berühmte Venus von Milo an, da sehen wir auch eine mäßig große, runde Brust. Jetzt gehen wir mal ein bisschen durch die Kunstgeschichte durch. Hier befinden wir uns in der Renaissance. Botticelli haben wir immer noch eine mäßig große, runde, schön geformte Brust. Im Barock wurde natürlich die Körperform etwas üppiger und das Fett trat mehr so in den Fokus des Schönheitsideales. Aber die Brust bleibt immer noch klein und rund. Ich glaube, dass es für eine Frau ganz wichtig ist, dass eben am Oberkörper zwei gleich große, ja, wie auch immer, runde Formationen sind. Das ist für die Frau, das ist einfach so mit in die Wiege gegeben, dass da was sein muss und dass das vor allen Dingen symmetrisch sein muss. Ich habe genauso viele Frauen, die darunter leiden, dass es zu groß ist, wie darunter, dass es zu klein ist. Der ideale Busen, wer hat ihn schon? Und gibt es ihn überhaupt? Die Natur hält sich nicht an Normen. Geliebt und präsentiert werden soll der Busen trotzdem. So, hi. Hi. Wir wollten ja ein schönes Dekolleté zaubern. Ja, schön. Okay, wir werden mal den blauen nehmen. Das ist eine sehr harte Schale, die drückt extrem von unten gegen. Ja. Schauen wir, ob hier noch was zu holen ist. Alles, was Durst ist, muss ja ins Körbchen rein. So, und die Seite, ne? Mhm. Die Seite ist größer. Ja, immer. Und die ist super rechts. Jetzt, aber die rechte irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen. Da macht immer mal ein Problem. Ja. Aber 90% der deutschen Frauen haben unterschiedliche Brüste, deswegen bist du jetzt keine große Ausnahme. Ne? Müssen wir nochmal neu schauen. Ja, ja? Okay, klasse. Was ist es, was den Busen attraktiv macht?